Nee, anspucken. Ja, so geht's auch. Aber ich heile vorsichtshalber. Nicht, dass sie jetzt wieder aufwacht oder so. Okay. No. Schade. Nächster. Recover. Nochmal Recover. Einschläfern, anspucken. Mhm. Ja, mehr traue ich mich jetzt nicht. Aua. Stahlflügel, das ist C. Ja, das stimmt. Aber mit ihrem beiden. Mit ja. Ihrem beiden. Ja! Ja! Jawohl! Weil mit ihren beiden Flügeln passt die Animation von Stahlflügel. Ja, ja. Okay, Sariel, Death Angel Boneka. Boah, das ist ziemlich schwer. Ja. Die wiegt über 100 Kilo. Darf ich vorlesen? Ja, sicher. Sariel lifts deep with a Makai, a ghost-like angel and angelic figure with white knee-length hair with seemingly blue eyes. Ja, Ghostlayer, Sariel kriegt kein Nö. Aber erstmal so normal speichern. Was ein Stress. Tja, jetzt darfst du noch jemanden fragen. Ja. Wie sie dort auch einfach so rumsteht. Und der Film ist ja eigenartig. Wie ist ihr? Sie wäre eigentlich in Tod 6 irgendwie dabei, so habe ich gehört, aber sie kam irgendwie nicht mehr rein. Ich guck mal nach Satsuki. Rin Satsuki heißt sie. Ja, ich sehe schon. Gleich anspucken. Das ist normal effektiv. Bringt sie aber fast um. Also über die Hälfte. So, Ultra Orb. Das ist wieder eine Frage der Zeit. Vielleicht nochmal Aqua, Wasser, Spuckung. Nee, ich habe einen Step. Das tut mehr weh. No. Obwohl, ich weiß nicht, ob Satsuki, Sepp, wart. Okay. Oh Gott. Ja, Feuer, Feuer, Feuer. Hölle, Hölle. Nicht sehr effektiv, Einschläfer. Nein, nicht missen. Nicht missen, habe ich gesagt. Must be charge, okay. Ich kann es ja probieren. Ja. Hält nicht viel aus. Nehme ich nicht, bist männlich. Okay. Ja, ich lese hier schon im 2-Wiki, dass das was mit 2-6 zu tun hat. Oh, sie ist verwirrt. Und sie schläft. Sie ist angeblich eine Krankenschwester. Also, ja. Okay. Vermutet man. Klappt? Ja. Ja, ey. Da war Ding jetzt schlimmer, Sariel. Okay, Satsuki, never oh Gott, was. Oh Gott. Und riesig. Boah. Okay. Satsuki, never was Boneka. Boah, wie gemein. Lies ich mal vor. Satsuki is supposed to be existing in Gonzokyo, but in reality she never existed. Boah. Oh, ach du Heiliges. Das ist ja so fies. Moment mal. Die ist riesig. Dass sie eine Krankenschwester ist, ist pure Spekulation. Aha. So, jetzt muss ich mich wieder durchkloppen hier. Na komm. Jawohl.
Was? Ja, Aran ist wieder da. Okay. Ich habe herausgefunden, dass Rin Satsuki eigentlich Rumia werden sollte. Aha. Alter, ich habe schon wieder mit einem KP überlebt. Wie knapp. Ja. Eine Art Chen. Chen. Ja. Da war ich. Wird einfach weggespült. Yukari. Das macht Mima. Jetzt ist Yukari wütend. Oh Gott. Naja, so wie sie aussieht, ist ihr... Naja. Im Halbschlaf. Ja. Also, ich will nicht kämpfen. Was gibt's da für Viecher überhaupt? Viecher? Was ist da überhaupt drüber? Das sah mir aus wie irgendein Turm. Da gibt's nicht mal irgendwas im Gras. Auf einmal springt dich eine Tenshi an. Bitte nicht. So. Mit dem Erdbeben so. Ja. Und dann macht sie den Tempel kaputt. Alter! So, was? Der hatte eine. Eine ziemlich derbe. Sicht. Ja. Das ist voll geheim. So. Kirisame. Waterbomb. Machen wir es kurz. Interessant, dass wir die Nachrichten dort sind. Das ist wirklich interessant, dass dort nur die Nachnamen gezeigt werden. Ja. Okay. Sahnetorte. Oh Gott. Müsste ja wir singen. Da hab ich dabei was? Gekillt. Gott. Tödlicher Gesang, oh Gott. Das ist. Tokiko. Mich protecten hier. Tokiko. Alter, ich lebe immer noch mit 1 KP. Oh Gott, es ist immer noch Perish-Song. Wer Tokiko ist, weiß ich sogar. Sie wird einfach derbe gemobbt von Marissa und Raymond. Von jedem. Arme Sau. Ja. Weißt du, so, sie hatte sich voll von Marissa ihrem Vater. Hm? Weiß nicht, von dem Shopkeeper hier, vom Magic Shop. Achso, Rinosuke. Genau, von Rinosuke hat sie sich so ein Buch in Anführungsstrichen geliehen. hat sich so irgendwie in der Ecke verkrochen und es gelesen. Dann kommt so Marissa an, ja, du hast das Buch gestohlen und jetzt stirb. Hat das Buch weggenommen, sie erstmal verkloppt. Da kommt Raymo an und verkloppt sie auch noch irgendwann. Oh. Warum immer. Oh. Die kommt doch nur in den Mangas vor oder in einem. Eh, Sascha. Drache, genau. Irgendwas, Undicht, glaube ich. Oder drei Psycho. Sascha. Müsst ihr. Ja, wohl. Die schreibt mich dauernd an. Ach, Sashiro Mia ist ein Failmate-Character. Was man nicht so alles findet. Ja, ich akzeptiere irgendwie diese Failmate-Charaktere nicht. Sie sind einfach nicht original. Sie kann Schatten manipulieren. Reicht Rumia nicht. Naja, sie kann die Dunkle. Ich glaube, das ist wieder Details. Ryo schreit mich übrigens die ganze Zeit heilig zu. Oho. Das ist gut. Pretty tough walking into this place. By the way, do you want to go to Western Area instantly? Moment, bevor ich das mache, wieder ein Safe State. Ja. So, jetzt bin ich wieder da. Hallo.
Ah, cool. Bringt der Typ dich oben rechts da, der da steht, jetzt auch wieder zurück? Jetzt frage ich mich gerade, wir wollen die wieder kämpfen? Nö. Aber er bringt mich bestimmt wieder zurück. Hoffentlich. Wenn ich wär's ein bisschen blöd. Oh! Warte mal, geh zu der Western Area nochmal zurück. Du musst ja noch, sag schon, auf den Berg hoch. Nö, da kann ich noch früh genug hin. So. Geheilt habe ich, oder? Ja, habe ich. Ja. Ah, dann. Panda ist ein Panda-Logi, Panda Nies, Panda Breeding Human, Panda Breeding Machine, Panatopia und Aeropanda. What? What? Was? Ja. Okay, einfach kämpfen. Welches Team läuft jetzt? Wieder Dings, Also. Miko, Tour Administrator. So, einschläfern. Swagger. Swagger. Yeah, ich hab die Sick Moves. Ja, das gefällt der Lina nicht. Jetzt sie wütend und kloppt. Hoffentlich. Nein, oder schläfert ein ihr. Ja, das tut sie. Das ist übrigens gut, wenn man so die KI in dem Sinne verarscht, dass du, sag schon, dass der Gegner Angeberei oder Swagger einsetzt. Du machst einen Hyperheiler, die Verwirrung ist weg, dann wieder, dann macht der Gegner das wieder und die ganze Zeit einfach, bis sein Angriff derbe hoch ist. Ja. Ja, aber Alina will jetzt allgemein irgendwie nicht. Derweil kann ich es mir noch erlauben, weil Pasi schläft. Oh, snapped out. Apollo 13. Bist du geschnappt über? Oh, das ist nicht mal effektiv. Verdammt. Aber egal, wechseln tue ich jetzt nicht. Ich spuck sie mal an. Oh, sie ist aufgewacht. Und sie schwägert mich nochmal. Ich glaube, das wird ein Alina-Sweep. Oder auch nicht. Gott! Ja, die Selbstverletzung tut weh. Oh, du kannst Erdquake. Oh, okay. Aber es zieht nicht so viel ab. Ja, also ich habe eine Top-Genesung, also. Das überlebe ich schon. Weil ich bin nicht mehr verwirrt. Sie ihr im Passes Blick zu urteilen, bis sie derbe angepisst. Von alle. Okay, das ist normal effektiv. Und jetzt bringt sie um. Jawohl. So, jetzt kommt Satori. Der hat wohl Team Toro 11. Uiuiui, Level 90. Gleich wieder heilen. Satori, auch einer meiner Lieblingscharaktere. Genauso wie Koishi. Oh Gott. Und ein Psychokinese, das habe ich jetzt komplett vergessen. Scheiße, ich muss Alina auswechseln. Ja. Ja, aber richtig derb Start. Das überlebe ich sonst nicht. Mama Mima. Was? Kann Gedanken lesen und damit. Ich könnte Psychokinese ausstallen. Also, dass sie keine Psychokinese mehr hat. Mal sehen, ob es klappt. Als Psychokinese hat man... Okay, Third Eye hat sie auch. Hat, glaube ich, nur 10 AP, wenn ich mich recht entsinne. Aber jetzt benutzt sie Third Eye. Das ist auch sehr effektiv. Ja, das tut genauso sehr weh wie... Ich glaube, gleich weißt du? Hast du keine Full-Dingsies mehr. Du könntest es doch so machen, du könntest Alina besiegen lassen und dann wechseln und dann Revive einsetzen. Nö, ich will aber, dass Alina ihren Boost behält. Hm. Ah. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass sie nicht mehr spammt. Tut sie. Ah. Naja, ich hab's versucht. So, Mima. Metronom. Was? Exon Bastier, warte. Fokusband, ich habe ihm immer Fokusband gegeben. Sehr gut.
wie man macht. Destiny Bond. Und tschüss. Destiny Bond ist Abgangspunkt, oder? Ja. Ja. Oh Gott, Tebi. Das ist fies. Was ich mal bei Abgangsbund hatte, weil sie bei richtigen Pokémon spielen, ich habe den Gegner besiegt und er mit Abgangsbund mich, und das war mein letztes Pokémon. Oh. Das war blöd. Ich hätte gewonnen. DE Remo. Lyric. Au! Ich glaube, das ist eine richtige Satan-Remo, die alles umbringt. Level 94 lese ich gerade. Die will echt alles umbringen. Sie will Geld. Sie will richtig viel Geld, will sie. Hol, mach was. Bestimmt sagt sie gleich, komm kaufen, du Arsch. Psyche ist nichts mehr. Scheiße, sie ist Unlichtflug. Na gut, dazu kann sowieso jeder fliegen. Außer Rinosuke. Okay, jetzt muss ich echt ausstollen. Leech Seed, bitte überlebe, danke. Na, wenigstens ein bisschen Leben auslutschen. Ja. Pff. Wenn du Fliegen einsetzt, steht da was mit UFO? Nö. Weißt du, hast es gelesen. So. Poison Bomb. Aua. Gott. Hol. Vielleicht kannst du es ausstallen. Belebt lieber jemanden wieder. Nicht, dass du jetzt besiegt wirst. Nö. Alina? Nee, Water Bomb, weil Damage im Output und so. Ich protecte mich nochmal. Strength. Nochmal, jawohl! Boah! Es ist doch nicht vorbei! Marissa! Ja, du hast keine große Auswahl mehr. Das ist wahr. Warum hat sie Flügel? Gute Frage. Darf ich das bitte hinterfragen? Warum vernichtet sie mich gerade? Und sie hat Speedboost! Marissa mit Flügeln kommt mir nicht richtig vor. Warum kannst du Waterpulse? Okay, Mama Mima. Flamethrower. Der Gegner ist fies. Ich will jetzt eigentlich angreifen. Verdammt! Ich glaube, die ist jetzt Elektroflug. Und tut böse Aua. Und sie ist schnell. Scheiße, den Flamethrower überlebt niemand nicht. Das ist schlecht. Aber Alina. Ja, jetzt könntest du hochheilen. Nein, was heißt heilen? Wieder überleben. Oh, geht ja nicht. Ich habe jetzt auf was Hoffnung. Moment. Alina wird überleben. Genau, mit Alina versuchen das gesamte Team wieder zu überleben. Oder so. So. Genau. Ja, benutzt die hirnlosen Items. Nein, nicht aufwachen. Alina. Waterpulse überlebe ich. Shadow Ball. Okay. Was ist das für eine mächtige Marissa? Mit Derbe. Ja, sie ist verwirrt. Und tot. Okay. Oh. Boah. Das war ein Krampf. Oh nein. No. Sollte echt aufpassen, wo ich hinlatsch. Naja, vor allem gerade. Lieber dann zurück zu dem Typen, den ich halt. Extra Sensory. Was? Emitory. Ach
Midori. Ich habe schon Midori lesen wollen. Das ist auch so ein Fan-Charakter, den ich nicht akzeptiere. Ne. Und auch noch so einen beschissenen Typ hat. Na klar, hat sie denselben Nachnamen. Midori Kawashiro. Na, fast denselben Nachnamen. So Stile von 2-13 gehalten. Ach komm, ich habe mich geboostet und sie kriegt einen Crit. Ah, du brennst. So. Nur ist das zum Glück leicht zu besiegen. Ah! Oh. Dir lasse ich mich nicht besiegen. Die ist wenigstens nicht so mächtig wie die Marissa eben. Ja, Moment. Okay, Double-Edge hätte ich überlebt. Okay, aufpass. Jetzt aufpassen. Zurück und heilen.